Unter Offshore und Nearshore im IT-Bereich verstehen wir die Verlagerung von Softwareentwicklung oder auch den Betrieb von Softwarelösungen in andere Länder aufgrund von besseren Rahmenbedingungen, beispielsweise bessere Verfügbarkeit von Experten in diesem Bereich. Und natürlich spielen auch Kostenvorteile eine Rolle. Unter Nearshore verstehen wir hauptsächlich die Verlagerung in ein Land, was sich sehr nah befindet, also wo wir kaum Probleme mit Zeitverschiebung haben, wo wir relativ gut Reisen auch hin organisieren können, keine lange Reisezeit haben. Und im Normalfall ist das von Deutschland aus Europa. In manchen Organisationen wird da auch die Europäische Union gesehen, sodass bestimmte Länder da auch ausgeklammert sind, dass das dann nicht zum Nearshore zählt. Aber das ist wieder eine Interpretationssache. Offshore betrifft hauptsächlich Länder, die weiter weg sind, die sich sozusagen außerhalb von Europa befinden. Da haben wir Herausforderungen wie eine längere Reisezeit hin oder es gibt auch eine größere Zeitverschiebung. Wobei wir natürlich trotzdem sagen müssen, auch in Offshore-Ländern haben wir eine Zeitverschiebung teilweise von 5 Stunden, die durchaus praktikabel ist, also die wir auch problemlos in Projekten damit leben können. Also meiner Meinung nach ist der größte Vorteil der Zugriff auf die besten, exzellentesten Mitarbeiter weltweit, der bei Offshore-Einsatz von Offshore und Nearshore möglich ist. Wir schränken uns nicht nur auf Deutschland ein beim Einsatz von Mitarbeitern, sondern wir können aus einem viel, viel größeren Pool schöpfen und sind so in der Lage, wenn wir ein Projekt liefern, immer die passenden Spezialisten weltweit für die Aufgabe im Projekt einsetzen zu können. Ein weiterer Punkt ist natürlich auch die Skalierbarkeit. Durch den Einsatz in Offshore-Ländern, wo viele Mitarbeiter schnell akquirierbar sind, sind wir in der Lage, Projekte schnell hochzufahren. Also das heißt, viele Mitarbeiter an Bord zu bringen und in den Projekten einzusetzen. Und natürlich spielt auch das Thema Kosten eine Rolle. Es macht natürlich auch Sinn, insbesondere in Projekten, wo viele Mitarbeiter benötigt werden, diese Kostenvorteile mitzunehmen. Ich bin der Meinung, Off- und Nearshore ist für alle Projekte geeignet, wo keine On-Site-Präsenz notwendig ist. Es ist genauso möglich, ein kleines Projekt offshore zu machen, in dem nur 2 Mitarbeiter arbeiten, wo beispielsweise ein Kollege On-Site beim Kunden vor Ort die Anforderungen aufnimmt und ein Entwickler offshore diese Anforderungen umsetzt. Genauso wie Projekte mit 200-300 Mitarbeitern, wo ganze Teams in Offshore an einer Lösung arbeiten. Solange man alle Herausforderungen wie zum Beispiel Infrastruktur, vertragliche Themen, Sprache oder Zeitverschiebung lösen kann, würde ich keine Einschränkung für bestimmte Projekttypen machen. Es sei denn, es ist natürlich eine Vor-Ort-Präsenz unbedingt notwendig. Aber das kann ja sicherlich auch für Teilprojekte dann passieren. Beim Datenschutz ist es wichtig, dass alle erforderlichen Prozesse und gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden. Wir als MMS arbeiten dabei hauptsächlich mit Mitarbeitern der Telekom an unseren internationalen Standorten. Uns als MMS geht es nicht hauptsächlich darum, Kosten zu sparen. Das ist natürlich auch ein schöner Nebeneffekt. Aber uns ist wichtig, dass wir weltweit die besten Spezialisten finden, die wir für unsere anspruchsvollen Projekte benötigen. Wir als MMS nutzen hauptsächlich die internationalen Standorte der Telekom, haben dort unser eigenes MMS-Team, das sich auch als Teil der MMS fühlt und auch unsere Prozesse und unser Vorgehen in den Projekten kennt. Natürlich arbeiten wir auch mit zusätzlichen Partnern zusammen, insbesondere wenn wir nach speziellen Skills suchen, die wir so nicht in unseren Standorten finden,
oder auch wenn wir sehr schnell skalieren müssen und die Anzahl von Mitarbeitern nicht sofort parat haben. Es gibt sicherlich eine ganze Reihe von Herausforderungen bei Offshore- und Nearshore-Projekten. Keine davon ist aber unlösbar. Das geht los mit der Infrastruktur für Off- und Nearshore-Projekte. Man muss Zugriff auf die jeweiligen Softwaresysteme haben, mit denen man arbeiten möchte. Die Hardware muss in dem jeweiligen Land vorhanden sein, verfügbar sein. Oder man muss in der Lage sein, diese Hardware überhaupt dahin schicken zu können. Da spielen Zollfragen und Ähnliches eine Rolle. Es gibt vertragliche Themen. Sind wir überhaupt in der Lage, im Ausland Software zu entwickeln? Also ist als Ort der Leistungserbringung nicht uns schon im Vertrag vorgegeben, dass das in Deutschland passieren muss? Die Sprache ist auch eines der wichtigsten Themen, weil die Projektmitarbeiter müssen miteinander reden können. Meistens wird Englisch als Projektsprache eingesetzt. Dabei sind keine perfekten Sprachkenntnisse notwendig. Es reicht absolut aus, wenn sich die Leute gut miteinander verstehen, wissen, was gesagt wurde. Da sind keine Grammatikpreise, müssen keine Grammatikpreise gewonnen werden. Es ist ein gegenseitiges Verstehen notwendig. Die Zeitverschiebung kann auch schon eine größere Rolle spielen, insbesondere wenn mehrere Offshore-Standorte eine Rolle spielen. Beispielsweise arbeiten wir mit Indien und mit Brasilien zusammen. Jeweils mit Indien allein und 5,5 Stunden Zeitverschiebung und Brasilien allein und 5 Stunden Zeitverschiebung ist es kein Problem. Sollten beide Offshore-Standorte aber im selben Projekt mitarbeiten, haben wir schon 10 Stunden Zeitverschiebung und das kann durchaus eine Herausforderung sein. Natürlich sind kulturelle Unterschiede in Offshore- und Nearshore-Projekten noch eine Herausforderung. Beispielsweise kann unsere deutsche Art als sehr direkt und unhöflich wahrgenommen werden. Ich denke, das sind Themen, die man bewältigen kann. Thank you.